Wir müssten einfach mal alchemieren. Dann wären wir den ganzen Käse mal los und hätten vielleicht noch mehr XP. Ich finde gerade XP geil. Ich will mehr Stufen auf die haben. Ja, hallo. Hallo. Weißflocke, Heiltrank, Magiescherbe. Mit Gemmenschleifen kann ich auch mal anfangen. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Da ist eine Truhe. Ich komme schon in die Truhe. Von hier aus nicht. Also nochmal drumherum. Der habe ich scheinbar übersehen. Da ist schon wieder was versteckt. Alter, das gibt's nicht. Was hier Zeug ist. Hier ist die Truhe. Nee, den habe ich wirklich nicht gesehen. Pardon. Ulmenholzzepter. Ich bin zu blöd. Edler Ulmenholzzepter. Ulmenholzzepter. Ich bin zu blöd zum Sprechen gerade. Ah, das war das aber auch kacke. Ulmenholzzepter. So. Was ist das? Hallo. Sumpfborker. Ach. 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 Aua, aua. Ich krieg grad ordentlich aufs Maul. Weil der mich einfach unvorbereitet getroffen hat. Nein, mit Bockern ist ja auch ordentlich kacke. Alter. Ich hoffe, ich kann schießen. Au, au, au. Au, au, au. Ist gut. So, Bocker sind vernichtet. Aua. Aua. Au. Komm schon. Du wärst es jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt habe ich dich in meiner Gewalt. Da ist noch was mit Bannen, aber ich kann nicht bannen. Deswegen lassen wir das einfach und machen nur den Borg kaputt. Und schmeißen ihn da runter und sind dann in Kettenstulpen. Sind schlechter. Beinschienen der Feuerabwehr sind schlechter. 342 Goldmünzen und Juwelen. Ich bann mal. Mittel. Bannen, Mittel. Bannen. Ach du Kacke. Ja, super. Was haben wir denn für einen Fluch bekommen? Keinen, wir wurden nur vergiftet. Ulmen, edler Ulmenholzstab. Pff. Der ist aber besser. Macht mehr Schaden, hat aber weniger Volltrefferchance. Aber gut. Stahldolch zu Plunder. Also wechseln wir mal das Stäbchen. Vom schonungslosen Stab zum Ulmenholzstab. Der genauso aussieht. Und nur eine Stufe höher ist, aber nicht grün. Also gut, also gut. Was haben wir hier? Stahlhelm vergleichen. Der ist besser. Aber er hat Lebensregeneration, deswegen machen wir den mal weg. Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll, ernsthaft. Warum ist mein Inventar voll? Was soll das? Ach ja, wenn ich hier was... Ich muss ganz, ganz schnell einen Verkäufer finden. Ah, nicht Gegenstände, Plunder, los. Ich scroll mal ganz weit runter hier in die Mana. Ne, die Mana-Regeneration ist, glaube ich, gut. Die normalen Mana-Tränke, die packe ich ja hier auch ein. Hier, einfacher Mana-Trank zerstören. Will doch keiner haben. Einfache Präzision zerstören, jetzt haben wir wieder zwei Platz. Jetzt können wir ein bisschen was mitnehmen. Und zwar den Stahlhelm in den Plunder, weil der ist definitiv mehr wert. Das hier noch anhören. So einfach Fanur, so formidabel blutgebein. Einst Begleiter Ysas, nun Feind des Hofs. Einst geliebter Eras, dann Todbringer. Nun auf ewig im Verfall, auf ewig verflucht. Nie wieder im großen Kreislauf, auf ewig allein. Ja. Yeah. Ich hätte jetzt gerne einen Händler. Schnell. Boah, hier kann ich tauchen, aber ich kann gerade nichts mehr mitnehmen. Mann, ich brauche einen Händler.
Ja. Was mache ich jetzt endlich richtig? Oh, fuck. Drei Etten. Truhe. Das verstümmelte Medaillon. Habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Ich hatte jetzt scheinbar genug Platz. Was? Wie? Jetzt nicht mehr? Na, nicht Stufenaufstieg. Ja, egal. Inventar, Accessoires. Plus 10% Schaden. Warte, wir haben gar keine Halskette an. Okay. Jetzt haben wir eine Halskette an. Ich würde die Etting gerne mitnehmen, aber... Aber... Wir können kein Loot mehr tragen. Und das ist von Nachteil, weil... Dann entgeht uns Gold. Jans viel Gold. Denkt, glaube ich mal. Was war denn hier? Bestimmt irgendein Lager von irgendwelchen Bösewichten. Sag ich doch. Ein Ettenmann. Ein brutaler Ettenmann. Bitch! Brutale Ettenmann sind jetzt erstmal. Ich hab gehört, wir sind stark. Ich hab den gerade in 4 Hits platt gemacht. Was droppen die so? Ein einfacher Mana-Regenerationstrank. Die bringen Geld. Die Mana-Regenerationstränke bringen Geld. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die möglichst mitnehmen. Deswegen nehme ich mal hier, komm, Stahlchakra machen wir dreimal. Ich glaube, auf die 200 Gold kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich schätze mal gerade einfach, was das so bringt. Hier, Plunder. Was hat denn der so? Bereifte Hammer. Scheiße. Die müssten eigentlich auch voll Geld bringen. Mann, weil das ist ja alles grün. Hier, Leidenhand. Wie viel will doch keiner haben? So, zu Plunder. Was haben wir hier noch? Hier kann man noch was looten. Hier ist irgendeine Quest. Untersuche Leichnam. Bei diesem Leichnam findet sich Einsatzbefehle aus der Schildringfeste. Hauptbuch der Kriegsgeweihten. Okay, nehme ich mit. Du hast nicht genug Platz. Ich habe keinen Platz für diesen Zettel. Ach ja. Dann, was mache ich weg? Stahldolche, komm, die will doch keine haben. Das sind normale Stahldolche. Für die gibt es eh kein Geld, also nehmen wir den Einsatzbefehl noch mit. Jetzt haben wir hier ein Questchen, jetzt nehmen wir das Ding noch mit, aber ich will unbedingt einen Händler. Ich will einen scheiß Händler finden. Solche Abneigung zwischen ihnen, Ferrara und Farmor. Ferrara voll blühendem Leben. Blutgebein voll Verwesung und Zorn. Wie schrecklich ist ihr Kampf, wo sie beide ihr Ende finden. War das schon mit der Ansage? Also, ich habe ja die Hauptquest markiert. Und der steht da. Handwickel der Böe, einfache Blutungsresistenz, komm. Irgendwo muss das hin. Und dieses Irgendwo ist in unser Inventar. Und zwar Stahlstulpen und Stahlküras. Ne, normaler Stahlhelm. Den haben wir zweimal in grün. So. Jetzt F drücken. Handwickel, Plunder, Blutungsresistenz, Plunder. Und ich beam mich jetzt nochmal. Der kommt auf uns zu. Geh weg. Bleib einfach weg. Bleib weg von uns. Nein. Er hasst uns. Gut. Ich gehe nach Kanarok zum Handeln. Weil hier ist scheinbar nichts zum Handeln. Hier ist nur das Oratorium der Balladen. Könnten wir handeln gehen. Hier gibt es sonst nichts. Deswegen. Einfach mal zurück. Wir können ja gleich uns nochmal dahin beamen. Ich werde den Punkt übrigens jetzt ins... Bannen, glaube ich, investieren, weil wir werden oft genug hier, wir kriegen oft genug aufs Maul. Deswegen kommen hier einmal ein Bannen. Juckt doch keinen, bestätigen. Jetzt die Macht müssen wir jeweils auf 24 prügeln. Deswegen würde ich schon sagen, hier robuste Konstruktion noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir einen Punkt noch weiter vergeben. Adrenalinburg klingt ganz lustig. Jetzt haben wir 18, hier brauchen wir lange nicht mehr gucken. Von Inventory-Technik sind wir ausgerüstet. Wo bin ich denn jetzt? Habe ich mich in der Kanarok gebeamt? Ja, Kanarok. Weißt du? Wollte ich mich einfach hinbeamen. Schrecklich hier. Schrecklich. So, verkaufen machen wir da. Weil da drüben weiß ich irgendwie nicht, wie das geht. Und danach gehen wir mal alchemieren. Weil ich glaube, da können wir auch noch Gold herholen. Weil Tränke kann man ja verkaufen.
Ruckel, ruckel, ruckel. Hallöchen. Es gibt noch immer viel ja, zu tun. Ja, klappe, also, klappe, 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 was klappe, kann einkaufen. Ich Plunder verkaufen. 15.000 Gold. Was hat die, was hat die, was hat die? Die hat ein Zepter, die hat einen Stab des Halbdunkels. Vergleichen. Die hat, was hat die noch? Ein Großschwert. Ja, komm, ich glaube, hier brauchen wir gar nicht gucken. Kleidung, Scholars, Roben. Was, haben, was machen die so? Hätte mehr. Mehr Def, also mehr Verteidigung. Aber halt keine Mana-Regeneration, keine Lebensregeneration. Aber viel mehr Verteidigung, aber naja. Kutte der Eisabwehr, brauche ich gar nicht nachgucken. Knappes Beinpanzer, Stiefel des Eisschildes. Ich bräuchte mal Handschuhe, die besser sind. Ja, haben sie hingekriegt. Talisman des Feuerschilds, brauche ich gar nicht nachgucken. Accessoires, Siegel der Beute. Plus 5%, plus 3% Goldbeute. Aber Ring der Vollendung. Plus 1% Erfahrungsbonus. Nimm mal den Erfahrungsbonus. Weil der klingt gut. Einfacher Bandverstärkung, Blitzsturm, Frostwächter. Untersuchen. Dieser Händler gestattet dir nicht, dir sensible Waren vor dem Kauf anzusehen. Ja. Verkaufte Gegenstände, das haben wir alles verkauft. Ja, leb wohl. Möge die Witwe euch verschonen. Ja, lass mich in Ruhe. Witwe ist tot. Hier ist eine Truhe. Ach, diese Truhe hier. Ah. Da rumstehen, weil wir sie eh nicht benutzen dürfen. Ich gehe da mal in unser Häuschen rein. Ne, ich lege erstmal das Accessoire an. Wir haben doch Accessoire jetzt gekriegt. Accessoires. Und zwar den Ring der Vollendung. Lege ich auf. Warte. Den Balladenring. So. Den können wir bestimmt verkaufen. Später. Erstmal in unser Haus gehen und da mal ein bisschen alchemieren. Ich zieh das jetzt durch. Ich alchemiere jetzt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich alchemiere jetzt. Und zwar, was? Ach, das ist der Spiegel oben. Gut. Alchemieren war doch hier unten. Kann ich dich jetzt pflücken? Nö. Alchemieren war doch irgendwo hier unten. Und zwar. Hier? Ne, hier ist Gemmenschleifen. Oder ist Alchemieren sowas wie Gemmenschleifen? Ne, Alchemie ist Alchemie. Herstellen. Waffengem.